Wir revidieren diesen 39-66 S-Motor aus einem G-Modell, einen 3.3 Turbo. Das ist der erste Block aus dem Wagen, also so mit Magic Number. In diesem Video vermessen wir das Kurbelgehäuse sowie alle Komponenten, die zum Motor gehören. Das ist das Thema des heutigen Videos. Den Block haben wir bereits gesplittet, abgeplant, sämtliche Bohrungen, also Lagergasse, neu teilweise gebohrt, gespindelt und dann auf Endmaß gehohnt. Ja klar, jeder kann sich vorstellen, wie gefährlich oder wie groß die Verantwortung ist. So ein Motor ist nicht so einfach wieder aufzutreiben. Herzlich willkommen zum neuen Video von Atal Sportwagen. Wir revidieren diesen 39-66 S-Motor aus dem G-Modell, einen 39 3,3 Liter Turbo. Super selten das Teil, in dem Zustand, Auto hat kaum Laufleistung. Wir revidieren eigentlich nur wegen Ölverlust und wir hatten eine Undichtigkeit am Ventil. Also wir hatten fast 100% Druckverlust. Dementsprechend sind auch die Komponenten, wir vermessen den Motor, um die Laufspiele zu prüfen und sicherzustellen. Ein zu enges Laufspiel würde zum Beispiel an der Kuppelwelle bedeuten, dass ja, im Worst Case die Kuppelwelle frisst, also absolut festgeht. Die Materialien dehnen sich ja auch aus und werden stark belastet im Betrieb, je nachdem, gerade bei so einem Turbo. Da haben wir nochmal höhere Temperaturen wie bei den Saugern. Bei zu hohen Spielen würde die Welle im Kleidlager im Öl schwimmen, bei zu hoher Belastung dann ja bis zum Kontakt aufs Lager durchgedrückt werden und dann wäre schon der Schaden vorprogrammiert. Das muss man verhindern. Das verhindert man, indem man das Spiel richtig wählt. Kann man dann natürlich auch je nach Einsatzzweck, ist es jetzt eher Motorsport oder ist es eher auf der Straße, demnach, oder welches Öl fahre ich, das ist natürlich auch ein Faktor. Wir arbeiten jetzt an dem Motor einer Herstellervorgabe, weil das Fahrzeug eigentlich nicht mal im Alltag, sondern eher so im Oldtimer-Betrieb, ist mal rausgeholt und so, betrieben wird. So, anhand unserer Maße, die wir hier in unseren ganzen Unterlagen jederzeit finden, stellen wir jetzt unsere Messuhr ein und dann prüfen wir die Lagergasse. Ich stelle jetzt die Messuhr, also den Innentaster, auf einen Durchmesser von 65 mm ein. Hier seht die Uhr. Die Null ist dann genau 65 nach Kalibrierung. So, passt. Jetzt ist unsere Messuhr auf 65 mm eingestellt und jetzt können wir unsere Lagergasse prüfen. So, wir beginnen mal mit der ersten Lagerstelle. Nachdem wir unser Kuppelgehäuse jetzt vermessen haben, unsere Bohrungen in allem Sollmaß sich bewegen, zum Beispiel die Lagergasse soll laut Hersteller 65 mm bis 65,019 mm betragen. Wir sind so bei 65,01 mm. Unsere Bohrungen bewegen sich alle in der Toleranz des Herstellers. Das ist ein Top-Wert, würde ich sagen. Gehen wir jetzt über, messen noch unsere Pleuel durch. Die Pleuel haben neue Pleuel-Augen bekommen, wurden abgeplant sowie nachbehohnt. Wir überprüfen das, das ist eigentlich eine Qualitätskontrolle, die wir machen. So, dasselbe machen wir mit den Zylindern und den Kolben, sowie auch mit der Kurbelwelle. Und dann sind wir durch mit Messen. Wir stellen die Messuhr jetzt auf die Pleuel ein. Die Bohrung beträgt 58 mm. Toleranz sind 200 ins Plus. Gut.
So, im nächsten Schritt messen wir die Lagerzapfen sowie die Hubzapfen der Kurbelwelle, ob wir da überall im grünen Bereich sind. Kurbelwelle wurde gerichtet, die hatte einen Höhenschlag von 500stel, wurde dann mit Schwungrad und Riemenscheibe gewuchtet. Wir messen jetzt einfach mal nach, wenn das alles so ist, wie es sein soll. So, dasselbe haben wir dann auch mit den Zylindern und den Kolben gemacht. Die Kolben werden wir die alten Kolben weiterverwenden. Das Fahrzeug hatte erst eine Laufleistung von 40.000 Kilometern. Wir haben die Motorrevision eigentlich nur angestoßen wegen einem Ventilsitzschaden. Die Komponenten sind alle so gut in Schuss und so im Maß, dass wir da eigentlich nichts ersetzen mussten. Wir verwiegen die Bauteile dann auch, schauen, dass wir gewichtstechnisch überall im Toleranzbereich sind. Wenn der Kunde das wünscht, können wir auch bis auf ein Zehntel Gramm alle Komponenten aufeinander abstimmen. Wir sind jetzt eigentlich soweit durch mit dem Messen des Motors, tragen alles sauber in einem Protokoll ein, dass die Kunden dann am Ende halt auch die Maßhaltigkeit von ihren Motoren nachschlagen können, zumindest zu dem Zeitpunkt der Montage. Wir reinigen jetzt alles einmal durch und dann können wir auch schon mit der Montage beginnen. Die beweglichen Bauteile in den Motoren sollten von den Gewichten keine großen Differenzen aufweisen, keine höhere Belastung, die einseitig aufgebaut wird. Zum Beispiel eine Kolben wird beschleunigt, der hat 4 Gramm mehr, während der Beschleunigung ein Vielfaches mehr und so bauen sich dann Schwingungen, Vibrationen auf. Und um das zu vermeiden, matchen wir die Bauteile untereinander, sodass wir die Gewichte ordentlich verteilen, dass wir überall dasselbe haben. Und das macht sich dann in der Laufruhe später von so einem revidierten Motor total bemerkbar. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in den Motorenbau gewähren. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr den Kanal am besten abonnieren. Zum Beispiel das Montagevideo. Wir werden jetzt im nächsten Schritt den Motor komplett montieren. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Alles Gute, euer Marcel von Ahrtal Sportwagen. Thank you.